So, drehen wir. Und zwar Action. Der wilde Miss... Nein. Die wilde Mrs. West. Violet West heißt sie. Idaho Bill, das klingt doch gut. Na, was haben wir denn da für eine Action-Erfahrung jeweils? Ja, genau. Violet West, Idaho Bill und Audrey Palisade. Das sind doch Namen, die ich so annehme. Die können erstmal so bleiben, die, Aussehen verändere ich dann in den verschiedenen Szenen. Wir fangen in einem Wildwest-Schlafzimmer an. Zwar mit dem letzten Wunsch.
Änderung des Ausdrucks. Das ist doch gut. Von traurig auf wütend. Der hat ja ein grimmiges Gesicht. Ist ja wie aus Holz geschnitzt. So, die Requisite ändern wir noch. Das gefällt mir nicht. Das muss eher so nach Western aussehen, finde ich. Mit einer guten alten Winchester, genau. Leichenbestatter-Duell? Wie genial ist das denn? Das ist ja genial, das bringt ja sogar noch was Komödiantisches mit rein. Das gefällt mir.
Na okay, ich glaube, wir haben es verstanden. Und dann kommt es zum wirklichen Duell. Showdown, High Noon. Was sagen denn die Kritiken? Ein exzellentes Drehbuch, das diesem Actionfilm eine halsbrecherische Geschwindigkeit verleiht. Sehr gut. Heißt das, mir fehlt ein Statist oder wie? Na okay.
Was sagen denn die Kritiken über mein Studio? Das Unternehmen hat eine solide Finanzbasis, sagt Look Films. RMN sagt, das unheimliche Zimmer war der letzte Film dieses Studios. The Moview sagt, bei Yellow Paper Studios geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Filmphil sagt, die hier produzierten Filme sind prinzipiell genau richtig, aber für mehr reicht es dann auch nicht. Cam Ara sagt, hier gibt es wirklich viele nette Verzierungen, die die Besucher bestaunen können. Die kulinarische Real Real sagt, die kulinarischen Höhepunkte, die Yellow Paper Studios serviert, werden von anderen Studios beneidet. Und Cinema sagt, der schlechteste Film der Studios war Der Gepäckträger. Ja, aber da werden wir nie von wegkommen. Ja, langsam gehen unsere Finanzen wieder runter. Aber zum Glück haben wir diesmal einen gewissen Puffer, was das Geld angeht. Okay, das Kapital, ja gut, das Filme sind ja auch besser. Bei den Stars nicht, beim Gelände auch nicht und bei den Preisen auch nicht.